Hey Leute und cool, dass ihr wieder reinschaut und es fühlt sich mal wieder so an, als hätte ich jahrelang nicht mehr hier in der Let's Play Welt gezockt und das ist echt schon mindestens eine halbe Ewigkeit her, krass. Die Sache ist so, die ganze Welt baut sich gerade ein bisschen auf, deshalb ruckelt es hier noch ein bisschen. Die Sache ist, ich fliege heute Nacht schon nach Japan, nämlich nach Tokio für 8 Tage. Und eigentlich wollte ich das Video ein bisschen mehr dazu nutzen, ein paar Infos loszuwerden, als hier wirklich was aufzunehmen. Aber nebenbei kann ich das Let's Play einfach ein bisschen voranbringen. Ich denke, das wird auch nur eine Folge sein, die ich jetzt erstmal aufnehme. Aber keine Angst, in Zukunft kommt auf jeden Fall mehr. Weil die Sache ist, ich bin jetzt erstmal, ich habe jetzt Ferien, so, das ist das eine. Deshalb kann ich auch nach Tokio fliegen und ich bin 8 Tage dort. Und danach habe ich noch 3 weitere Wochen Ferien. Und in diesen 3 Wochen werde ich wahrscheinlich viel Zeit haben, mich wieder um meinen Kanal zu kümmern. Das heißt, da werden auch wieder ordentlich Videos kommen und so weiter. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mega drauf freuen und ich freue mich ehrlich gesagt auch schon wieder übelst drauf. Weil ich vermisse das hier alles schon ein bisschen. Guck mal, wie schön das hier alles ist und diese Bude, die muss ja auch irgendwann mal fertig werden. Also ab die 2. Februarwoche, dann geht es hier richtig ab. Und ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Musik hier gerade läuft, ob die zu laut ist, zu leise ist oder so. Ich habe das jetzt hier noch überhaupt nicht abgestimmt auf meinem neuen Lappy. Dementsprechend kann sein, dass die übelst laut ist. Ich hoffe nicht. Oder dass sie übelst leise ist. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es einfach passt. Und also am besten deshalb einfach nicht rumheulen in den Kommentaren. Wenn das nicht so optimal ist, dann tut es mir leid. Ich werde das ab der nächsten Folge dann versuchen, nochmal besser hinzukriegen. Alles klar, so, was gibt es sonst noch zu sagen für Tokio? Natürlich, wenn ihr wissen wollt, was ich da mache, was da abgeht und so. Ihr könnt, also ich werde wahrscheinlich auf Instagram aktiv werden. Da könnt ihr auf jeden Fall mal followen. Ich werde dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung einfach mal mein Dings da reinhauen. Mein Instagram-Name. Snapchat haue ich mir auch rein. Kann sein, dass ich da ein bisschen snappen werde oder sowas. Und mein Zweitkanal, genau. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Die meisten wissen es ja wahrscheinlich schon, hoffentlich schon. Ich habe einen Zweitkanal, wo ich so ein bisschen Real-Life-Videos mache, so Vlog-mäßig und sowas in der Art. Und da wird auf jeden Fall auch ein Video über die Tokio-Reise rauskommen. Wahrscheinlich erst, wenn ich wieder zurück bin. Mache ich dann so ein Revue oder wo ich halt so alles zusammenschneide, was wir so erlebt haben. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau, wie das wird. Und genau, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen bei meinem Zweitkanal. Der ist auf jeden Fall auch unten verlinkt. Ansonsten ist der auch in meinem... Ach, da hinten ist doch das Ding hier, ne? Genau, ansonsten ist der natürlich auch auf meiner Kanalseite rechts irgendwo verlinkt. Den müsstet ihr eigentlich ganz easy finden. Der heißt JannesTV und genau. Ich würde mich freuen, wenn ihr den abonnieren würdet, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das wäre auf jeden Fall mega gechillt und ihr seht das schon, wir sind hier gerade ordentlich am Birkenholz sammeln, obwohl ich nicht mal im Inventar geguckt habe, ob wir, vielleicht haben wir ja schon mega viel und brauchen das eigentlich gar nicht. Weil, oh, die altbekannte Musik, ey. Ich brauche auch neue Mucke und wenn ihr da irgendwie was habt, schreibt mir am besten mal irgendwie ein paar Seiten auf oder so, wo man geile Mucke herbekommen kann. Also geh mal frei natürlich, dass ich die in den Videos verwenden kann. Das wäre auf jeden Fall auch mega gechillt. Wäre richtig nice von euch. Und genau, wir wollen hier so eine kleine Strandbasis, so eine Strandbar oder sowas hier aufbauen und deshalb haue ich mir schon die ganze Zeit diese Birkendinger um die Ohren. Wir brauchen auf jeden Fall eine Workbench. Das können wir ja als erstes mal machen, eine kleine Workbench. So, die Schaufel, die ist sowieso schon fast am Arsch.
So. Was haben wir denn? Sticks. Hier die Birkenholzdinger auf jeden Fall. Es gibt da irgendwie eine Funktion, dass man die so smooth da drüber ziehen kann und dass die automatisch. Mal gucken. Nee. Ah, okay, alles klar. Mit der Shift-Taste macht man das. Gut. Wieder was Neues gelernt und jetzt komme ich da oben nicht ganz dran. So. So, geschafft. Ich muss mal gucken, wie ich das überhaupt mache. So, wir haben hier noch ein bisschen Zaun. Also ich habe mir gedacht, dass das hier vielleicht so die Strandbar jetzt wird. Hm. Wie mache ich das denn am besten? Wie groß soll die überhaupt werden? So, so. Oh, das ist schon ziemlich riesig. Aber. So, warte, nochmal kurz gucken. So, so, so. Bis hierhin. Das müsste jetzt eigentlich symmetrisch sein. Und ich lasse es hier erstmal offen. Alter, das ist echt eine fette Strandbar. So eine große habe ich, glaube ich, noch nie gebaut. Aber warum denn eigentlich nichts? Ich hab die Idee, guck mal, hat hier in der Mitte jetzt genau vier Felder, die so im Prinzip, also dass man dann halt immer noch so außen rum gehen kann. Und diese vier Felder, da könnte man ja irgendwie so einen Ofen oder sowas halt reinsetzen. Oder noch ein paar andere Sachen. Und das sieht dann vielleicht ganz chillig aus. So. Und habe ich euch schon gesagt, dass ich mich auf die Zeit im Februar auch freue, wenn ich wieder regelmäßig spielen kann. Ja, ich weiß, ich habe das schon gesagt. Ja. Ja, aber das ist echt so, Mann. Ich freue mich schon mega drauf. Und so 12 Stück. Und. Alter, Tokio, Mann, ey. Ich fasse es nicht. Das war auch eigentlich so eine mehr oder weniger spontane Aktion, so nach Tokio zu fliegen. Ich meine, wer fliegt schon nach Tokio? Das ist hier so ein bisschen unvorstellbar, aber wir haben das halt übelst günstig bekommen. Bei Urlaubspiraten oder so, keine Ahnung, irgendwie haben wir so ein Angebot gefunden und dann haben wir direkt zugeschlagen und gesagt, alles klar, fliegen wir nach Tokio. Ist doch eigentlich ganz geil. So, und okay, wir haben ein paar Bruchsteine. Ich würde sagen, wir hauen uns mal direkt zwei Öfen hier hin. So. Was schmeiße ich denn weg? Hier die Setzlinge. Die Saplings. Und wie mache ich das denn jetzt? So. Und so. Dann haben wir Steinstufen. Wahrscheinlich nicht. Weiße Wolle. Ein Eimer. Grauer Farbstoff. So, komm. Ich guck mal, was wir hier in dem Ofen haben. So, ich muss gerade rausfinden. Irgendwie. Ich kann auf Schiff. Früher konnte ich auf STRG immer sprinten. Okay. Ich muss mich gerade hier noch an meinen neuen Lappy gewöhnen. Das ist alles noch ein bisschen anders als früher. So, hier vielleicht? Ziegelstein? Rissiger Ziegelstein? Bruchstein? Ja, dann würde ich sagen, wir hauen einfach mal ein paar Bruchsteine hier rein. Zwei Kohle. Drei. Das sollte reichen. Dann können wir uns auf jeden Fall so ein paar Stufen gleich zusammenschustern. Und das wird auf jeden Fall nice. Also ich will mal nochmal gucken, wie das hier. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was wir hier schon gemacht haben. Okay, wir haben hier angefangen so
ein paar Steine hier hinzuziehen. Wahrscheinlich sind uns da die Steine hier ausgegangen. Und deshalb haben wir jetzt auch keine mehr. Und wir haben doch hier graue Wolle, ne? So. Würde ich sagen, die zwei hauen wir einfach mal direkt hier hin. Ah, komme ich da nicht? Was? So. Und alles klar, perfekt. So. Habe ich denn noch was zu essen dabei? Ein paar Kartoffeln. Ah, chillig, Alter. Kartoffeln snacken. Nom, 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 nom. Ach, die bringen gar nichts, ne? Man muss irgendwie. Ach. Stimmt, die muss man ja auch irgendwie braten oder sowas. Das ist. Brot? Habe ich Brot? Ich habe so viel Stuff. Erde habe ich übelst viel. Aber das. Ach, Erde brauche eh kein Mensch, ey. Und hier der Weg ist auch noch nicht. Kies habe ich. Ach, guck doch mal einer an. Ein Block Kies. So. Jetzt wenigstens ein bisschen mehr Platz im Inventar. So. 8 Steine. Und das reicht auf jeden Fall schon mal für. Für 6 von diesen Stufen. Und 6 Stufen sind auf jeden Fall erstmal genug, um in der Mitte diese Dinger da auszufüllen. Die zwei leeren Flächen. Und es wird schon wieder dunkel. Zack. So und so habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe mir gedacht, wir können dann hier so drüber, also hier auf diesen, Steinstufen, dann diese Braustand draufstellen, weil das sieht dann immer so aus wie so eine kleine Zapfanlage oder sowas. Das ist dann ja auch mega chillig. Und jetzt so würde ich auch gerne Steinstufen hier draufstellen, aber es wird gerade schon dunkel. Und ja, Leute, wie gesagt. So, das geht absolut nicht, ey. Sowas kann ich gar nicht haben, wenn der Baum hier so schweben bleibt. Ja, Leute, wie gesagt, das war jetzt nur eine ganz kurze Folge. Ich habe ehrlich Bock, jetzt gerade hier weiterzumachen, aber ich bin ein bisschen in Zeitnot. Es ist mittlerweile 22.10 Uhr. Ich muss noch meinen Koffer packen. Ich muss noch für meine Schule die letzten Sachen ausdrucken und abgeben bis 24 Uhr. Und dann wollen wir uns nachher nochmal zusammensetzen, ein paar Waffeln machen und dann den Abend so genießen, bis wir losfahren. Also heute um 3 oder 4 Uhr oder halb 4 oder so fahren wir los zum Flughafen. Und dann geht's nach Tokio. Alter, Leute, ich hab so Bock drauf. Aber wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt mir auf allen meinen Seiten, auf allen Netzwerken und Social Media Seiten, die ich habe. Ich pack das alles in die Videobeschreibung rein. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ab Februar geht es dann wieder richtig los hier mit dem Let's Play. Ich denke, dann kann ich auch locker jeden Tag eine Folge raushauen. Das sollte dann kein Thema sein. Und Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Mach's gut und gute Nacht. Ciao, ciao.